Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Geocraft und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Redstone Kreuzfahrtschiff. Wir sind gerade hier in der Lobby des Kreuzfahrtschiffs beim Endspurt und haben in einem Livestream, den ihr auf meinem Livestream-Archivkanal sehen könnt, das Ganze hier oben designt und gebaut. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch das angucken. Das Ding heißt auf YouTube The Geocraft-Live. Müsst ihr mal so in die YouTube-Suche eingeben, dann werdet ihr sofort auf den Archivkanal kommen. Und dort haben wir hier oben die neue VIP-Lounge eingerichtet. Noch einmal kurz zum Verständnis. Die Leute, die hier ins Kreuzfahrtschiff einchecken, haben die Möglichkeit, zwischen drei Zimmerklassen im Hotel zu wählen. Als da wären einmal Zimmerklasse Nummer 1, Komfort, und allein die sind schon richtig nice. Das sind so Zimmer mit drei Stockwerken, mit einem Badezimmer hier oben, einem Mittelstockwerk, wunderschönem Seeblick und einem unter Wasser gelegenen Arbeitsbereich inklusive Bettbereich. Zimmerklasse Nummer 2 sind die mit einem etwas besseren Ausblick oberhalb gelegenen Zimmer. Das wäre die Luxus-Einfach-Variante mit ein wenig mehr Technik im Zimmer drin, automatischen Lichtsystem, automatisches Sofa, welches sich ausklappt oder einklappt, inklusive einem wunderschönen Schlafzimmer mit automatischen Lampen und die Lampen resetten sich auch von ganz alleine, ein Badezimmer und natürlich zu jedem Zimmer gehört dazu das Gepäcksystem. Ja, und dann gibt es halt die Luxus Plus 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 Variante, bei der man sich in diesem riesengroßen Zimmer wiederfindet, aber nicht genug dessen hat man außerdem noch Zutritt zu der VIP-Lounge, wenn man plus 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 gebucht hat. Dann kann man seine Zimmerkarte hier vorzeigen, kann hier durchgehen und kommt dann hier in den VIP-Bereich und hat die Möglichkeit, hier sich dann von verschiedensten schönsten Sachen zu erfreuen. Das Ding hier muss noch ausgeleuchtet werden, aber ansonsten bin ich eigentlich relativ zufrieden hier mit der VIP-Lounge. Wir haben hier nochmal so ein wunderschönes, wir haben auch Essen nochmal hier drin, das ist alles ganz wundervoll gemacht, ein bisschen eingerichtet, schön THC-Teppich, darf ja auch nicht fehlen, Gestühl und Gesacht, Stühle, Sitzplätze, eine kleine Bühne, bei der man ein bisschen Abendprogramm genießen kann. Wir haben einen Billardtisch hier drin stehen, ganz großes Drachenfell hier auf dem Boden ausgebreitet. Because why not? Blick in die Technik und natürlich Zugang zur Dachterrasse mit vielen angenehmen kleinen Steinbänken und Kissen drauf. Aber auch gleichzeitig der Zugang hier nach unten auf die zwei großen Tennisplätze, die sich hier oben befinden. Das ist ja der Tennisclub. Ich hatte erst überlegt, einen Golfclub vielleicht sogar auch draus zu machen, aber das wäre dann platztechnisch doch schwierig geworden. Nichtsdestotrotz, auch für die normalen Besucher gibt es einen wunderschönen Ausblick. Und zwar hier hinten im Hotelbereich kann man durchlaufen zu dem Heckausblicksbereich. Da öffnet sich die automatische Glastür. Und auch den finde ich echt schön designt, hier mit dem Weiß und man kann hier runter gucken. Herrlich. Das Kreuzfahrtschiff nimmt so langsam wirklich Form und Kontur an. Damit ist der obere Bereich nun größtenteils fertiggestellt. Ich bin also ein bisschen am Überlegen, ob ich noch irgendwas hier in die Mitte der Dings mache. Wohl, nö, ich möchte das hier ehrlich gesagt so lassen. Wir haben ja dann nochmal hier die Bar, ne, die Panorama-Bar, so wie ich sie nenne. Einfach, relativ einfache Bar mit einem kleinen Projektor, dann einer Leinwand und ein bisschen Gestühl und ein paar Cocktails, die man sich hier kaufen kann, inklusive auch wieder eines fantastischen Ausblickes. So, dann gibt es hier nochmal den Knopf zu drücken, um die Türe hier zu öffnen für den Fall der Fälle, dass man eben gerade es nicht geschafft hat. So, und die Tür sehen wir auch nochmal hier in ihrer ganzen vollen Pracht und Gänze. Nein, hier ein bisschen heiser. Dann haben wir hier die Funzone mit dem Eispool-Bereich, okay. Das wird jetzt kein Rundgang, ich gucke jetzt nur, wo noch was zu tun ist, denn ich könnte mir vorstellen, ja genau, was jetzt noch zu machen ist, wäre hier diesen Raum ein wenig zu dekorieren. Ansonsten haben wir hier relativ auch das Ganze fertig. Wir haben hier draußen dann das Entspannungsdeck. Genau, der Unterwasserbereich muss noch gemacht werden. Ich bin irgendwie schrecklich heiser. Entschuldigung, ich werde mich ein paar Mal räuspern müssen. Und dann haben wir hier den Durchgang zur Schiffslobby. Ja, wir sind relativ fertig, so wie das aussieht. Den Durchgang hier haben wir auch, den hinteren Bereich haben wir auch. Das funktioniert alles soweit. Juhu. Dann hier den Durchgang zum Hauptschwimmbadbereich. Das ist dann jetzt der Durchgang. Das ist dann der Zug, Transfer zur Panorama-Ebene. So. Bla bla. Ein herzlich willkommen im Schwimmbad und Spa. Im Schwimmbad und Spa. Hier finden Sie Erholung und Möglichkeiten, Sport
zu tätigen. Viel Freude. Tätigen. Das Tätigen passt noch hier hin, oder? Wunderbar. Viel Freude. Dann haben wir ja Frauen, Männer. Auch der hintere Bereich ist schon komplett fertig. Leute, das Kreuzfahrtschiff nähert sich dem Endspurt. Ich könnte mir vorstellen, obwohl ich könnte mittlerweile, glaube ich, schon verbindlich sagen, dass das Kreuzerschiff diesen Monat noch fertiggestellt wird. Wir haben hier den, den Dingsbereich, wir haben den Außenpoolbereich. Der Außenpoolbereich müsste auch komplett fertig sein. Es gibt noch zwei, drei kleine Baustellen hier, aber auch das ist schon soweit fertig. Die Feuerwerksshow funktioniert auch. Mhm. Die Techniken sind ja alle eingerichtet und funktionieren auch. Wunderbar. Wasserrutsche funktioniert auch. Das funktioniert noch. Der Zugtransfer ist offengelegt, aber ich glaube, dass das cool ist. Der ist ja offen. Also das heißt, man sieht ein bisschen was von der Technik, aber ich finde das irgendwie cool, dass man was von der Technik sieht. Ich finde, das gehört dazu. Ja, definitiv gehört das dazu. Jetzt habe ich euch total hier. Entschuldigung, ich wollte es nicht. Ein Schreck angejagt, indem ich gegen mein Mikrofon gestoßen habe. So, gut. Zwei Sachen sind noch zu tun für mich, und zwar einmal hier das Ding, das werden wir in den nächsten Folgen machen. Soweit ansonsten bin ich glücklich mit dem Schiff. Okay, dann lasst uns jetzt mal anfangen, da oben den Bereich hier nochmal auszubauen, und die spannenderen Sachen kommen dann zum Ende. Lasst uns diesen Bereich hier ausbauen. Das haben wir dann nämlich. Hier haben wir die Fun Zone, so betituliert die. Ja. Panoramadeck. So, hier haben wir dann, wie nennt sich der Bereich? Könnte man hier noch was reinbauen? Man kann schon. Was haben wir denn hier? Ah, okay, man könnte diesen Raum ein bisschen umstrukturieren. Ein wenig umdesignen. Was ich gar nicht mal so schlecht fände, um nochmal vielleicht Platz zu schaffen. Ach, das Krankenzimmer muss auch noch eingerichtet werden. Das habe ich ja total vergessen. Man könnte diesen Raum ein wenig umstrukturieren. Nur was will man in einen Zwischengang reinbauen? Also erstmal wird der Raum komplett abgerundet. Obwohl das mit dem Runden ist so eine Sache. Komplett abrunden können wir nicht. Dann würde ich es doch erstmal so lassen, weil das Problem ist ja wirklich hier diese Wand. Nein, können wir auch nicht abreißen. Ah Mann, das ist schon durchdacht von mir. Okay, dann müssen wir jetzt tatsächlich hier so einen Wandfüller einbauen. Okay. Und vielleicht was in die Mitte bauen dieses Raumes. Oh, ich habe eine Idee. Man könnte hier auch so einen kleinen grünen Raum machen. Ja, das würde mir gefallen. Also, Wand machen von hier bis hier. Wo würde ich jetzt was kaputt machen? Dingswo. Set Gras. Oh, schlechte Idee. Das ist ja ein Grasblock dann eben halt von mir aus. Meine Güte. Immer diese Umständlichkeiten hier. Okay, natürlich ist jetzt ein bisschen doof, dass hier mit der Dings, sobald ich muss mir auch eine Night Vision ausschalten, denn ich sehe, das ist hier gerade sehr, sehr dunkel. Ja, und wie das dunkel ist, ist noch gar nichts beleuchtet hier. Das wäre auch nochmal so eine Sache. Ich glaube, da könnten wir auch mal eben ansetzen. So ein paar mehrere Sachen gleichzeitig machen. Gar nicht mal so schlecht. Da brauchen wir ein bisschen das. Jetzt mache ich das mal. Effect Clear. The Jokecraft. So. Ja, das ist mir definitiv zu dunkel. Ja, das Licht kommt hier nicht rein. Hier muss auf jeden Fall, ja, das ist ziemlich schlecht ausgeleuchtet. Sehr, sehr schlecht ausgeleuchtet ist das. Sollte eigentlich viel besser ausgeleuchtet sein. So, ab hier ist es wieder ausgeleuchtet. Ausgeleuchtet, 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 okay. Das läuft, wunderbar. Wo ist nicht ausgeleuchtet? Hier ist nicht ausgeleuchtet. Ja, schwierig, das ist natürlich zu bedenken. Wenn man Night Vision hat, kann man das gar nicht sehen, wo gerade Licht drin ist oder wo nicht Licht ist. Die Krankenstation ist mal so gar nicht beleuchtet. So. Da machen wir normale Fackeln. Da muss ja gar nicht so stark beleuchtet sein. Ein Schiffslobby ist so okay beleuchtet. Es könnte natürlich, hier könnte Getier spawnen, weil das natürlich ziemlich schwach ist vom Licht her, aber sollte gehen. Was mich jetzt nochmal stärker interessiert ist, wie ist das hier oben eigentlich? Vor allem hier die
VIP-Lounge, die ist ja mal so gar nicht beleuchtet, ne? Man kann ja sich die Mühe machen, dass man Folgendes sagt, pass auf, replace Glas mit 50, ja, 40% Laterne, das glaube ich geschrieben. Oh Gott, wie schreibt man sich Lantern? C Lantern und 60% Glas. So, dann wird nämlich per Zufall, wie ihr seht, hier ein Muster generiert aus Seelaternen. Oh, was ja gar nicht mal so undoof aussieht oder gar nicht mal so doof aussieht. Wobei hier in der Mitte ich natürlich fortan Glas gerne hätte. Aber dieses Muster von den Seelaternen obendrin, das ist so ein Random-Muster, das ist wirklich Zufall, sieht ganz, kann noch nicht mal ganz schick aussehen. Warum nicht? Ja. Nach oben ist es ja eh egal, von oben wird niemand gucken. Das Schiff braucht doch keinen Schornstein. Da es mit einem hochintelligenten Antrieb arbeitet. Die Brücke, genau, die muss auf jeden Fall auch noch designt werden. Richtig, habe ich total vergessen. Da wird auch noch was kommen. Hoffe ich, dass ich da nochmal auf eure Ideen kommen werde. So, das Minecart hier ist weg. Das ist schon wieder das große Problem, vor allem jetzt, wo es auf dem Server läuft. Kann man fast schon definitiv immer sagen, dass das nicht funktionieren wird. Aber ihr solltet dieses Ding niemals auf den Server packen, weil der Server hat zu wenig Rechenleistung oder zumindest die Prozesse, die hier geschehen, sind absolut unverträglich mit einem Server. Das heißt, wir haben jetzt ein Problem. Es ist schon wieder ein Minecart jetzt gerade verloren gegangen in diesem Komplex hier. Das muss ich alles nochmal zurücksetzen am Ende. Ich habe keine Ahnung, wo unser Minecart hin ist. Das wird jetzt irgendwo feststecken oder irgendwo rausgekommen sein, wo es nicht hätte rauskommen dürfen. Ja, das wird alles nochmal bereinigt von mir. Ich werde am Ende nochmal alle Minecarts löschen, die es hier gibt im Kreuzfahrtschiff. Und anschließend dann überprüfen, wo denn welches Minecart hinkäme oder hinkommt. Das wird auf jeden Fall nochmal eine lustige Arbeit. Wie gesagt, ich kann euch nicht garantieren, dass das alles am Ende hundertprozentig funktioniert, da diese IMS-Techniken, die ich habe, doch zu komplex sind. Da hätte man etwas einfachere Technik einbauen können. Aber fürs Erste reicht das erstmal so. Gut. Das mit dem Lichtproblem haben wir heute schon mal gelöst. Das ist schon mal gut. Jetzt kommen wir nochmal zu dem Raum hier. Hier war nämlich meine Überlegung, ob man da jetzt einen kleinen Mini-Wald raus anlegt. Ich bin mal gespannt, was ihr von der Idee haltet. Farmland kriegt man direkt als Boden. Wie cool ist das denn? So. Dann geht der nämlich hier so durch. Okay, das ist unser Weg. Der Weg, der geht dann hier so mittendurch, um dem Gast Abwechslung zu bieten, haben wir diesen Waldweg, der plötzlich hier mit drin ist. Nicht schlecht. Ja, das ist auch nicht übel. Was wir genau hier pflanzen werden, werden wir dann beim nächsten Mal sehen. Aber was haltet ihr von der Idee mit dem Gras hier, mit dem, was mache ich denn da? Mit dem Gras, was meint ihr? Ist das eine gute Idee? Ist das eine schlechte Idee? Da bin ich mal echt gespannt auf eure Meinung. So, ich lege mich jetzt hier erstmal auf die flache Haut. Muss mich ein bisschen auskurieren. Ich habe ja gesagt, dass jeden Tag eine Folge Red zum Kreuzfahrtschiff kommt. Allerdings werde ich heute gesundheitlich nicht mehr in der Lage sein, eine weitere Folge Kreuzfahrtschiff aufzunehmen. Hört ihr, ich bin total krank. Sollte ich bis morgen nicht genesen sein, was meine Stimme angeht, werdet ihr morgen leider doch auf die Folge Kreuzfahrtschiff verzichten müssen. Ja, das ist aber deshalb, also beziehungsweise, es ist schon schade. Ich versuche trotzdem morgen noch irgendwie eine Folge unterzukriegen, um mich dazu zu bringen, weiterzumachen. Was ich aber definitiv machen werde, wenn es morgen keine Folge Kreuzfahrtschiff gibt, ist, ich werde definitiv
weiterbauen am Kreuzfahrtschiff. Das heißt, Sinn und Zweck ist ja meines Versprechens, dass ich jeden Tag eine Folge Kreuzfahrtschiff bringe, dass ich jeden Tag arbeite am Kreuzfahrtschiff. Ich werde morgen, wenn ich gesundheitlich nicht in der Lage bin, werde ich ein bisschen weiterarbeiten am Kreuzfahrtschiff und werde euch das dann in der nächsten Folge dann zeigen. Ich hoffe, ihr, also da brauche ich euer Verständnis, wenn es mir gesundheitlich in Ordnung geht. Ihr merkt ja, ich bin gerade so ein bisschen stimmlich runter. Aber ich gebe mir trotzdem Mühe, vielleicht ist ja morgen alles wieder gut. So, in diesem Sinne bedanke ich mich erstmal an euch fürs Zuschauen und ja, genießt die Woche und in diesem Sinne, liebe Leute, macht's gut, bis bald und ciao, Leute.